Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Und jetzt geht es um The Assistant, der erste MeToo-Film, basierend auf den Harvey Weinstein-Skandal. Und wie mir dieser Film gefallen hat, verrate ich euch natürlich nach dem Trailer. Welcome. Have a seat. Whatever's going on, you can tell me, that's what I'm here for. You're relatively new to the company. I mean, I've been working here for nearly 2 months. And you're under a lot of stress. Entry-level jobs in this industry are tough, right? Long hours? First one in, last one out. Good night. You're smart. You have to be smart. It's a tough job, but I can see that you've got what it takes. I want those new pages before I get on a plane. He promised the first thing. Where are we at? 200K in 2 points. That's bull. Maybe he can put in a good word for you. No, he'll hire externally. Listen, his schedule has shifted. Does 7 p.m. work? Still at the hotel, or? Yes. What? This is turkey. I said chicken. There's a girl waiting. Oh, her. She's been here before, a few times. What is it? The wife. Say he's in an important meeting. No, say he's in the screening. Where is he? What did you say to him? What did you say? They told me you were smart. I overreacted. It was not my place to question your decision. I will not let you down again. You know, you can always come to us, right? Come to us first, okay? The last two checks don't have a name or anything. Just the dollar amount. Ignore it. Okay, and will he know what it's for? Yep, he'll know. I wouldn't sit there. Never sit on the couch. Here and here, initial here, sign there. Do I need a lawyer or something? Do you have a lawyer? What happened? Where did you go? I was worried for this girl. I mean, they were just like laughing about it. Can you deal with this? Hi, why me? Who was that? Of that? Wasting my time. Mom and I, we're excited for you. It's a great opportunity. What can we do? Do about what? The Assistant startet am 13. November 2020 auf Blu-ray, DVD und Video on Demand und erzählt die Geschichte von Jane, gespielt von Julia Garner, die man unter anderem aus Ozarks kennt. Und sie ist eine sehr gute College-Absolventin, möchte unbedingt Filmproduzentin werden und schafft es dann, ihren Traumjob als Junior-Assistentin bei einem Unterhaltungsmogul zu bekommen. Sie arbeitet quasi dort als Sekretärin an einem Tisch mit zwei anderen Kollegen. Doch sehr schnell muss sie feststellen, dass dort, wo sie arbeitet, eigentlich nicht gerade angenehm ist. Die anderen beiden finden sie nicht so toll, behandeln sie wie Dreck teilweise. Warum? Wahrscheinlich, weil sie weiblich ist. Denn so wirkt der Film jedenfalls auf einen, dass Männer quasi den Frauen immer sagen muss, was man zu tun und zu lassen hat. Und genauso geht es auch mit ihrem Chef, denn den sehen wir im Film nie und es ist sehr einfach zu erklären, wer es ist, denn es ist der erste Film der erste Hashtag MeToo-Film, der erste Film basierend auf dem Skandal von Harvey Weinstein und man sieht ihn einmal kurz von hinten innerhalb dieses Films, man sieht seinen Schrank, wo ein Oscar drin steht, der einzige, den er je gewonnen hat und so weiter, also es gibt natürlich Möglichkeiten zu erkennen, dass er es ist und das ist auch, wenn man es weiß, doch sehr deutlich und dann ist der Film auch noch ein bisschen interessanter, wenn man diese kleinen einzelnen Puzzleteile noch zusammenstecken kann, die einem fehlen würden, wenn man das nicht weiß. Deswegen erzähle ich euch das jetzt und ganz, ganz kurz gesagt, The Assistant ist ein absolutes Meisterwerk. Das ganz Tolle an diesem Film ist, dass er so unfassbar ruhig ist. Er geht 88 Minuten, ist dabei nie langatmig, ist eigentlich nur eine Beobachtung, eine Momentaufnahme dessen, was dort passiert. Wir sehen eigentlich Julia Garner nur dabei, wie sie kopiert, wie sie die Spritzen aus dem Raum ihres Chefs holt, weil der ja eine gewisse Krankheit hat, wie sie Tabletten einsortiert, wie sie sich mit ihren Leuten unterhält, wie sie Anrufe tätigt. Genau das ist eigentlich quasi das, was der Film zeigt. Und dabei wird uns übermittelt, was dort passiert. Denn Grauen oder beziehungsweise das Schlimmste an einem Beruf ist ja nicht unbedingt, dass man die ganze Zeit Sachen am Kopf schmeißt,
wie ein Stift, wie Papierkügel oder so ein Kram, sondern dieser psychische Terror, der dir entgegengebracht wird in einer toxischen Umgebung. Und das ist das, was dieser Film unbedingt den Zuschauer übermitteln möchte. Und das schafft er perfekt. Über die 88 Minuten ist der Film nie langatmig. Schafft es, seine Message direkt in den Kopf des Zuschauers zu pressen. Und ist so gemein und teilweise so fies, dass er mit jeder zunehmenden Minute immer mehr Wut im Bauch erzeugt. Und das ist genau das, was dieser Film auch sollte. Genau das sollte dieser Film schaffen, wenn er dieses Thema auch annimmt. Und da macht Julia Garner auch das Beste draus. Sie legt eine Oscar-würdige Performance hier ab. Das ist absolut klasse, was sie hier von Anfang bis Ende auf die Leinwand zimmert. Das ist ganz, ganz großes Kino. Und auch Kitty Green, die diesen Film inszenierte, schafft es, innerhalb dieses Büros so tolle Sequenzen und Shots zu inszenieren, dass man da sagen muss, holy shit, der Film ist echt toll fotografiert. Das sagt man in diesem Punkt ja eigentlich immer recht selten, dass ein Film, der auf engem Raum ist, sehr gut fotografiert ist. Das stimmt. Passt zu diesem Film auf jeden Fall, das kann man hier sehr gut sagen. Deswegen, The Assistant ist für mich definitiv einer der besten Filme des ganzen Jahres. Er ist emotional, er ist aufwühlend, er ist anprangernd und er schafft es toll, diese Thematik gut auf den Zuschauer zu übertragen, damit wir eine Ahnung haben, durch was für ein Leid diese Menschen teilweise gehen und gegangen sind. Deswegen gebe ich dem Film auch absolut verdient 9 von 10 möglichen Punkten. Ein ganz, ganz toller Film. Guckt ihn euch unbedingt an. Wir haben auch auf unserer Website, ich werde die verlinken, auch eine Verlosung. Dort könnt ihr mitmachen. Ich hoffe, sie läuft noch. Wenn nicht, muss ich sie ein Stück verlängern. Aber macht's, guckt zu, schaut ihn euch an. Und das ist ganz, ganz tolles Kino. Und damit sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Guckt weiter Filme. Schreibt auch in die Kommentare, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn gesehen habt. Bis dahin, tschüss und haut rein.